Hey, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es das lang ersehnliche Video über die gesamten Sharp-Pattern, die man wirklich nutzen kann oder braucht. Es gibt natürlich noch eine Menge mehr. Ich kann hier in einem Video nicht alle aufzählen bzw. alle zeigen mit objektiven Regeln und so weiter. Aber es gibt eine Menge Chart-Patterns für euch. Das Video wird auch so schon lang genug und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, lernt einiges und schaut das Video bis zum Ende. Jetzt starten wir erstmal rein. Hier habe ich euch alle Timestamps dann angezeigt. Ihr könnt zu den Timestamps springen, falls euch ein Thema nicht mehr interessiert, falls ihr den Chart-Pattern bereits kennt und überspringen möchtet und so weiter und so fort. Am Anfang werde ich kurz darauf eingehen, was sind meine objektiven Regeln bzw. welche Fehler habe ich schon gemacht beim Chart-Pattern-Trading und wie kann man diese möglichst verhindern, wenn man Erfahrung im Trading angesammelt hat und wenn man über Jahre lang dann schon dabei ist. Starten wir also rein mit dem Video und jetzt kommt erstmal noch kurz das Intro. Der häufigste Fehler, den ich wirklich immer wieder entdecke, wenn ich mir andere Trader anschaue, beziehungsweise den ich auch selber ganz am Anfang super häufig gemacht habe, ist, dass ich keine objektiven Regeln für Chart-Pattern hatte. Was sind objektive Regeln? Objektive Regeln heißt, dass ohne Emotionen auf das Chart-Pattern gesehen werden kann, geschaut werden kann, ob es diese Regeln erfüllt und danach bewertet werden kann, ob es ein Chart-Pattern ist oder gegebenenfalls nicht. Was uns allen wahrscheinlich schon mal passiert ist, dass du dir einen Chart-Pattern, vielleicht einen W-Pattern angeschaut hast, gleich das, ist das jetzt ein W-Pattern, ist es kein W-Pattern, du warst dir nicht ganz sicher, bist dann von deinem PC zurückgegangen, bist vielleicht spazieren gegangen eine halbe Stunde und nach einer halben Stunde ist der Markt dann wirklich explodiert, weil es ein W-Pattern war und du dir aber trotzdem vorher nicht sicher warst und natürlich keine Order gesetzt hattest. Das ist natürlich sehr, sehr frustrierend. Anderes Szenario, Szenario 2 wäre natürlich, dass du die Order gesetzt hast, dir nicht sicher bist, ob das ein Chart-Pattern ist und es im Gegenteil schlecht für dich läuft, weil du eben keine objektiven Regeln eingehalten hattest und somit es vielleicht auch kein W-Pattern war. Dementsprechend brauchen wir objektive Regeln, um festzulegen, ob das, was wir hier sehen, auf unserem Chart ein W-Pattern ist oder kein W-Pattern ist, beziehungsweise ein Chart-Pattern ist, was dementsprechend dann zu traden ist oder eben kein Chart-Pattern ist und wir somit Verluste eingrenzen können bzw. keine Verluste haben werden, weil wir halt objektive Regeln verfolgen und somit längerfristig auf der sicheren Seite sind. Ein weiterer sehr, 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 sehr wichtiger Fehler, der häufig passiert und auch mir, wie gesagt, öfter schon passiert ist in der Vergangenheit, war beispielsweise, dass ich dann den Chart-Pattern im Chart erkannt habe, objektive Regeln dazu hatte, diese eingehalten habe und dann einfach drauf losgetradet habe. Beispielsweise, ich habe einen W-Pattern erkannt, mir mein Price-Target gesetzt, mein Stop-Loss gesetzt und einfach drauf losgetradet habe. Nicht viel weiter den Markt beobachtet habe und einfach drauf losgetradet habe. Bedeutet, wenn man einen Chart-Pattern tradet, dann sollte man trotzdem schauen, wo sind Widerstände, wo sind Support-Zones, wo kann ich einen Fibonacci-Retracement einbinden, wo kann ich vielleicht beispielsweise mir noch einen Indikator dazu nehmen. Das heißt, desto mehr hinterher für meinen Trade spricht, desto besser wird wahrscheinlich auch die prozentuale Gewinnwahrscheinlichkeit, meinen Trade hinterher im Plus zu schließen, anstatt im Verlust. Das heißt, ein wichtiger Fehler, den viele immer noch machen, ist, sie sehen einen Chart-Pattern, sie traden es direkt los und schauen nicht, was sind andere Indikatoren, die mir beispielsweise noch meinen Trade verbessern, wenn ich drauf schaue, oder vielleicht verschlechtern, weshalb ich vielleicht das W-Pattern nicht traden sollte. Das heißt, hier sollte man auf jeden Fall auch noch andere Indikatoren mit in seine Chart-Patterns einbeziehen. Da ich jetzt schon relativ viel über das Double Bottom bzw. W-Pattern oder W-Pattern, wie man es auch im Endeffekt bezeichnen möchte, gesprochen haben, starten wir auch damit als erstes rein, weil es wirklich ein Pattern ist, was ich auch sehr, sehr gerne trade. So, wir sehen hier also meinen Bildschirm und ich habe hier schon mal einen W-Pattern für euch rausgesucht, damit wir anhand eines Beispiels von dem dann hinterher daran lernen können. Ihr schaut jetzt einfach mal kurz ein paar Sekunden auf den Chart und sagt mir, wo ist denn hier das W-Pattern? Wer es bisher noch nicht gefunden hat, soll es eigentlich relativ klar gewesen sein, hier ist das W-Pattern, das wir dann hinterher getradet haben hätten sollten. Jetzt brauchen wir objektive Regeln für einen W-Pattern. Wenn wir uns dieses W-Pattern anschauen, dann haben wir hier einen Fall nach unten, wir haben einen Bounceback nach oben, wir haben einen weiteren Fall in die gleiche Zone nach unten und schließen dann über unseren Bounceback nach oben viel, viel weiter nach oben ab und formen somit einen W-Pattern. Ich denke, man sieht es hier auch relativ schön. Was sind jetzt zumindest die anfänglichen objektiven Regeln, die wir auf jeden Fall brauchen?
Wenn wir uns anschauen, dann hat dieses W-Pattern zwei Candles, die hier unten liegen. Und meine Regel für das W-Pattern ist ganz, ganz klar. Von dieser Candle, davon den unteren Strich, ziehen wir eine Box bis nach ganz, ganz unten. Und die objektive Regel besagt nun, dass wenn wir hier nach diesem Bounce Back nicht wieder in dieser Zone unsere Candle schließen, wie wir es hier getan haben, dann zählt das Ganze schon nicht mehr als W-Pattern. Bedeutet, wäre unsere Kerze, diese hier, weiter unten geschlossen, dann hätte das dafür gesorgt, dass wir unter unserem letzten Tief geschlossen hätten und somit in meinen Augen auch weitere Downpressure gehabt hätten. Das heißt, dass in meinen Augen dann es viel, viel wahrscheinlicher wäre, dass der Markt weiter nach unten geht, anstatt wie bei einem W-Pattern weiter nach oben. Bedeutet, mir ist hier wichtig, dass wir innerhalb dieser Zone schließen, wie wir es hier getan haben, und dann über unsere Neckline schließen. Unsere Neckline ist ein sehr, sehr interessanter Begriff, ist diese horizontale Linie in Blau, welche hier nach unserem Pullback gebrochen werden muss. Das heißt, hier sehen wir ganz, ganz schön, wir schließen hier unten, wir formen unsere Box. Ich kann das mal kurz anzeigen. Das heißt, das ist, was wir bisher gesehen hatten. Wir kommen hier nach unten, unser Pullback. Jetzt erwarten wir, beziehungsweise wenn sich hier ein W-Pattern dann formen würde, das wäre das Einzige, was wir zu der Zeit dann sehen würden, dass wir in dieser Box schließen, nicht weiter runter und auch viel nicht weiter oben, weil dann wäre es ebenfalls nicht mehr in unserer objektiven Regel. Und dann schauen wir mal, wie es verlaufen ist. Das heißt, wir schließen hier runter und dann schließen wir auch wieder über unsere Neckline. Was jetzt ebenfalls viele Trader machen, sie warten, bis der Chart wieder zur Neckline zurückkommt. Wie wir es hier also gesehen haben, haben wir hier unsere Neckline. Das heißt, wir durchbrechen unsere Neckline und kommen hier mit dieser grünen Kerze sogar zur Neckline zurück. Dies kann man ebenfalls als objektive Regel für sein Trading benutzen. Nicht jeder muss die gleichen objektiven Regeln haben, das sind nur meine. Das heißt, ich warte hier meistens, wenn ich dieses W-Pattern spotte, dann für den Ausbruch über die Neckline, warte, bis man zur Neckline wieder zurückkommt, hier stoße ich meinen Trade an und wo kommt dann der Stop-Loss hin? Selbstverständlich unter unsere Neckline. Hier kann man ebenfalls schön mit einer Box arbeiten, das heißt, den höchsten Punkt unserer Neckline plus dann den Strich, wir machen hier die Box, darunter kommt der Stop-Loss plus natürlich ein wenig Volumen, was dann hier durch einen Indikator abbilden kann. Jetzt müssen wir natürlich noch bestimmen, was ist denn überhaupt unser Take-Profit, denn wo nehmen wir Gewinne mit? Und das ist relativ simpel und einfach erklärt beim W-Pattern. Das heißt, wir nehmen hier unsere Neckline und ziehen dann zum ersten Tief nach unten, das wäre hier hin. Diesen Strich können wir beispielsweise mit einem Rechtsklick dann duplizieren und auf unsere Neckline tun. Und dann haben wir hier oben das Price Target bei 134.867 und hier wäre dann beispielsweise unser Take Profit gewesen, den wir hier mal kurz dann anzielen können. Das heißt, hier wäre unser Take Profit gewesen und der wurde natürlich dann auch nach dem Rebounce noch sehr, sehr schön getroffen. Das heißt, hier sehen wir sogar, hätten wir ganz alleine hier bereits das W-Pattern erkannt, hätten gewartet, bis die Neckline übersteigt, dann zur Neckline wieder zurückkommt und dann unser Take-Profit hittet, hätten wir hier selbstverständlich einen sehr, sehr erfolgreichen Trade gelandet. Ja, kommen wir also zum M-Pattern, also Double-Top-Pattern. Ich habe hier euch nochmal ein schönes Beispiel rausgesucht. Ich hoffe, ihr könnt hier alle schon auf den ersten Blick das M-Pattern erkennen. Ich schließe hier nochmal den ATR. Und auch hier haben wir wieder die gleichen objektiven Regeln, das heißt, zuerst formen wir natürlich wieder unsere Box. Das Einzige, was wir hier gesehen hätten, wäre natürlich hier dieser Lauf nach oben, dann der Pullback nach unten und dementsprechend hätten wir hier unsere Box geformt. Und wie wir hier sehen, ist keine Kerze über unserer Box geschlossen, beziehungsweise auch nicht unter unserer Box. Das heißt, wir sind hier in der Box 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal sogar geschlossen. Bedeutet, wir sind nie darüber geschlossen, was schon mal ein sehr, sehr gutes Signal ist. Jetzt müssen wir natürlich wieder darauf warten, dass wir hier zu unserer Neckline dazu zurückkommen. Und unsere Neckline ist hier relativ schwer zu bestimmen. Deswegen nutze ich dann immer, wenn die Neckline nicht auf einem Punkt ist, einen gewissen Bereich. Das heißt, wir haben hier eher eben gesagt, unsere Neckline
spiegelt hier diesen Bereich wieder. Das heißt, wir haben hier den Bereich von ja, dem Schluss der Kerze bis zu dem tiefsten Punkt der Kerze und dementsprechend haben wir hier dann so ein wenig unsere Neckline. Und was uns hier natürlich sehr, sehr schön auffällt, ist, das heißt, wir bilden hier dieses M-Pattern, zerbrechen durch die Neckline, aber in dem Moment, wo wir hier die Neckline dann wirklich durchgebrochen haben, ging es natürlich sehr, 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 sehr stark nach unten. Bedeutet, wir können hier das M-Pattern erkennen, es als M-Pattern sogar traden, wenn wir hier den Ausbruch der Neckline haben. Wir haben ja zwar hier keinen Pullback wieder zur Neckline zurückbekommen, was ein wenig schade ist, was natürlich nochmal ein wenig mehr Sicherheit im Trade gibt. Jedoch haben wir hier gesehen, wir durchbrechen die Neckline, stoßen direkt mit Volumen nach unten und dann haben wir hier einen super Trade geformt. Und auch hier wäre es natürlich dann wieder die Range, die wir uns nehmen würden. Das heißt, ich arbeite immer relativ konservativ, wenn ich mit Ranges arbeite. Bedeutet, wir haben hier das dann als unser Price Target, wenn wir unsere Neckline durchbrechen, ziehen das nach unten. Und auch hier können wir sehen, unser Price Target wurde sehr, sehr schnell wieder getroffen. Viel weiter ins Detail über das W-Pattern und das M-Pattern möchte ich jetzt gar nicht mehr gehen. Ich werde möglicherweise noch zu jedem einzelnen Pattern einzelne Videos machen, wo ich dann wirklich in das tiefste Detail der Patterns reingehe. Hier soll nur der kleine Überblick gegeben werden und so ein wenig den Verstand bzw. das Verständnis für das Pattern gegeben werden sein, damit ihr trotzdem diese Pattern selbstverständlich im Chart dann erkennen könnt. Machen wir nun also weiter mit dem Head and Shoulders Pattern. Auch ein sehr, sehr beliebtes Pattern, was, glaube ich, einige Trader sehr gerne traden. Ich habe euch hier mal eins rausgesucht, wo viele sagen würden, das ist kein Head and Shoulders Pattern. Das sehe ich nicht auf dem ersten Blick so, dass das ein Head and Shoulders Pattern ist. Und viele würden es unter objektiven Regeln nicht mal traden. Für mich ist das ein total super Beispiel für ein Head and Shoulders Pattern, weil es einfach für meinen objektiven Regeln ein Head and Shoulders Pattern ist und ich euch somit zeigen kann, dass objektive Regeln wirklich sehr, sehr wichtig sind, um diese Patterns zu identifizieren. Weil viele würden nur vom Alleinen draufschauen, sagen, dass es keines ist. Jedoch würden sie dann möglicherweise einen wichtigen, wertvollen und auch rentablen Trade hinterher verpassen. Schauen wir uns also dieses Head and Shoulders Pattern einmal an. Aus der Sicht, selbstverständlich, von jemandem, der gerade tradet. Das heißt, wir tun mal so, als wenn wir gerade den Chart erst sehen würden. Was haben wir also hier? Wir haben einen Push nach oben, wir kommen wieder zurück, wir haben einen weiteren Push nach oben und wenn ich hier einen Head and Shoulders Pattern haben möchte, dann muss ich natürlich wieder auch meine Zonen einberechnen. Das heißt, wir haben hier als erste Zone natürlich wieder unsere Neckline und das ist das, die untere Hälfte unserer ersten Schulter. Das heißt, wir zeichnen hier erstmal unsere Neckline an. Dann haben wir die obere, den oberen Kopf der ersten Schulter, sage ich mal, und unseren kompletten Kopf. Das heißt, wir sagen ja das Head and Shoulders Pattern. Das heißt, wir haben hier den insgesamten Kopf. Was möchte ich jetzt hier sehen, damit ich hier ein valides und qualitativ hochwertiges Head and Shoulders Pattern habe? Das heißt, wir möchten hier einen Pullback sehen, der auf jeden Fall in die Zone unserer ersten Schulter reingeht. Das heißt, in diese Zone hier. Wir möchten keinen Pullback und keinen Schlusskurs unter unserer Neckline sehen, unter unserer ersten Schulter, weil dann erwarten wir direkten Abwärtstrend bzw. direkte fallende Kurse. Das heißt, wir möchten so etwas nicht sehen. Wir möchten ein Schließen möglichst in dem Bereich sehen von unserer Neckline. Und was wir dann weiterhin nach diesem Schließen der Kerze sehen möchten, ist ein weiterer Pullback nach oben, möglichst über unsere erste Schulter. Das heißt, so ein kleiner Pullback wäre okay, aber wir möchten möglichst einen Pullback, der so ausschaut, der aber nicht über unseren Kopf geht. Das heißt, wenn der Pullback hier über unseren Kopf gehen würde, dann würden wir natürlich mit steigenden Kursen rechnen, da wir hier ein neues Top gebildet haben. Das heißt, wir möchten hier irgendwo in dieser Zone, ich zeige das hier nochmal an, in dieser Zone möchten wir hier irgendwo dann die zweite Schulter haben. Das heißt, dann möchten wir hier das Head and Shoulders Pattern traden, wenn wir darin dann unsere zweite Schulter bilden und dann irgendwann wieder zurückkommen und dementsprechend nach dem Zurückkommen, ich zeige das hier nochmal an, unsere Neckline dann nach unten hin durchbrechen.
dann können wir unseren Trades bereits starten. Wer sicher gehen möchte und vielleicht als objektive Regel noch hat, dass man dann zurück zur Neckline kommt und erst dann seinen Trade startet, auch das kann man so machen. Genauso wie beim W-Pattern. Das heißt, wir schauen uns hier mal an, wie das ganze Szenario sich dann ausspielt. Das heißt, wir sehen hier, wir haben hier den Pullback in unsere Zone, das heißt genau dort stoppt die Candle und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Die Candle macht genau das, was wir hier erwarten für ein Head and Shoulders Pattern. Wir gehen wieder nach oben in unsere bereits vorher angezeichnete Zone. Das heißt, hier wichtig, vorher die Zonen anzuzeichnen, um nicht hinterher zu sagen, oh, ist es drin, ist es nicht drin. Das heißt, hier sehen wir, es ist liegt in unserer Zone. Was wir jetzt möchten, ist, dass wir wieder nach unten gehen und möglichst unsere Neckline brechen. Schauen wir mal, was passiert. Wir gehen nach unten, wunderschön, brechen hier die Neckline und hier für alle, die auf den Ausbruch warten und dass er wieder zurück zur Neckline kommt, haben wir hier sogar noch diesen Pullback zur Neckline zurück. Und dementsprechend haben wir hier ein sehr, sehr schönes, sehr valides Head and Shoulders Pattern, was wir hier schon vorher fast perfekt angezeichnet haben und somit einen tollen Trade absolvieren konnten. Ich denke, diese objektiven Regeln sind extrem wichtig, um hier ein perfektes Head and Shoulders Pattern erkennen zu können, traden zu können und dementsprechend dann auch profitabel in den Schluss dann einbinden zu können. Das hier eingeblendete Inverse Head and Shoulders Pattern ist das Pardon zum normalen Head and Shoulders Pattern. Es wird komplett gleich getradet, ihr werdet es im Chart genauso mit den gleichen objektiven Regeln erkennen und dementsprechend auch traden können. Dementsprechend gehen wir hier nicht noch extra auf ein Beispiel ein, da es wie gesagt genauso wie beim W zum M Pattern genau das gleiche ist. Wir springen also direkt zum nächsten Chart Pattern. Das Pattern, was wir uns als nächstes anschauen wollen, ist das Bullish Pennant. Das ist ein Continuation Pattern, bedeutet es folgt dem Trend bzw. es setzt den Trend fort. Ich habe euch hier mal ein sehr, sehr schönes Beispiel von einem Bullish Pennant aufgezeigt. Das heißt, wenn wir hier das Bullish Pennant sehen, dann brauchen wir natürlich wieder objektive Regeln. Das heißt, ich habe hier schon mal runtergeschrieben, wir brauchen tiefere Hochs. Bedeutet, wir haben hier unser erstes Hoch und dann unser zweites tiefere Hoch. Und wir brauchen höhere Tiefs. Das heißt, wir starten hier in das Bullish Pennant rein. Wir haben erst hier das erste Tief, dann das höhere Tief und dann ein weiteres höheres Tief. Und da wir hier einen Continuation Pattern haben, folgt es dem Trend. Das heißt, wir kommen hier von unten, steigen nach oben, bilden hier das Bullish Pennant und steigen danach auch wieder nach oben. Das heißt, hier tradet man das selbstverständlich in einem Aufwärtstrend. Es gibt natürlich ebenfalls noch das Bearish Pennant, wo wir gleich auch noch kurz drauf eingehen werden, was man dann eben ebenfalls als Continuation Pattern in einem Abwärtstrend traden kann. Das heißt, wir wollen hier ganz, ganz klar sehen, wir haben hier tiefere Hochs und höhere Tiefs und dementsprechend wollen wir dann natürlich aus diesem Pattern nach oben hin selbstverständlich unser Breakout sehen und dann können wir ganz normal entweder unser Breakout traden oder wir warten, bis wir vom Breakout wieder dann zu unserer Linie zurückgekommen sind und dann unseren Breakout nochmal backtesten, um dann wieder von dort aus nach oben hin durchzustarten. Das heißt hier ein bullisches Pattern, was man ganz, ganz klar nach oben tradet. So, und hier haben wir dann das Bearish Pennant, das heißt, wir haben hier eigentlich komplett die gleichen objektiven Regeln, wieder tiefere Hochs, wie man hier sieht. Hier haben wir einen Hoch, dort einen Hoch und dort einen Hoch und die sind jeweils tiefer natürlich. Und wir haben hier höhere Tiefs, das heißt, wir haben hier einen Tief, das zweite Tief, das dritte Tief und dementsprechend dann hier ein sehr viel tieferes Tief, da das Pattern hier ausgebrochen ist. Und hier müssen wir natürlich beachten, das Bearish Pennant ist natürlich auch ein Continuation Pattern. Das heißt, wir haben hier einen Trend, wir kommen von oben und dementsprechend, wenn wir hier dann das Bearish Pennant sehen, dann geht es auch meistens zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, als dass es nach oben geht, geht es wieder nach unten. Das heißt, hier dieses Continuation Pattern sehr, sehr schön in gut erkennbaren Trends zu traden. Ganz, ganz klar, ganz genauso wird das natürlich getradet wie das Bullish Pennant. Ja, und jetzt könnt ihr euch natürlich sicher denken, dass wenn es Continuation Patterns gibt, es auch Reversal Patterns gibt. Das heißt, Reversal Patterns drehen den Trend um. Beispiel, wir kommen von oben, haben also einen Abwärtstrend, wir kommen von oben und dann kommt das Pattern und es dreht den Trend wieder nach oben und wir haben einen Aufwärtstrend. Hier beispielsweise das Rising Wedge. Hier kommen wir von unten, das heißt, wir haben ein sehr, sehr schönes Aufwärtstrend, wie wir hier sehen. Diese blaue markierte Linie. Dann formen wir dieses Rising Wedge und der Trend dreht sich um, das heißt,
Daraufhin haben wir dann einen Abwärtstrend, beziehungsweise wir brechen erstmal nach unten aus. Was sich danach verformt, kann man natürlich immer sehr, sehr schwer sagen. Was sind hier erstmal objektive Regeln, die wir brauchen? Wir brauchen höhere Hochs und wir brauchen höhere Tiefs. Hier sehr, sehr schön zu sehen, das heißt, wir haben hier unser erstes Hoch, was wir natürlich aus dem Trend dann ableiten. Dann haben wir hier das höhere Hoch, noch ein höheres Hoch und noch ein höheres Hoch. Und wir haben ebenfalls unsere höheren Tiefs hier auch wieder zu sehen. Das heißt, hier dreimal höhere Tiefs. Und dann folgt der Ausbruch nach unten hin, beziehungsweise dann beim Falling Wedge nach oben hin. Gehen wir gleich auch noch ganz, ganz kurz durch und dann tradet man das Ganze meistens erstmal nur bis zum niedrigsten Tief vom Pattern. Da haben wir natürlich dann selbstverständlich wieder eine kleine Support Zone, das heißt, hier kann man dann schon Profits mitnehmen. Stop Loss setzt man meistens, beziehungsweise ich nach meinen objektiven Regeln, über das Rising Wedge. Das gleiche drehen wir natürlich genauso für das Falling Wedge um und das gehen wir jetzt auch einmal ganz, ganz kurz durch. Hier also dann ganz, ganz kurz das Falling Wedge, wieder objektive Regeln, tiefere Hochs, tiefere Tiefs im Gegensatz zum Rising Wedge. Wir sehen hier, wir kommen von oben und dann kommt das Reversal Pattern und dementsprechend steigen wir wieder nach oben. Hier ein schöner Trendumkehr durch das Pattern auch genauso zu traden, das heißt erster Price Target, erstmal natürlich ja, beim höchsten Hoch des Patterns, da dann schon mal Profits mitnehmen, hier wieder Stop Loss unter das letzte Tief bzw. unter unser Pattern vom letzten Tief und dann sind wir auf der guten Seite und können dieses Pattern dann für eine Trendumkehrung selbstverständlich traden und dementsprechend vergesst trotzdem bitte nicht, andere Indikatoren noch mit in diese Patterns mit einzubeziehen, um hier eure Gewinnchancen beim Traden für diese Patterns nochmal zu maximieren. Also nochmal unsere objektiven Punkte bei den Patterns, Stop Loss und Take Profit selbstverständlich, nicht vergessen, wie ich es gerade eben erklärt habe, dann unsere höheren Hochs und höheren Tiefs bzw. tieferen Tiefs und tieferen Hochs für die beiden Pattern. Dann kommen wir zum Bullish und Bearish Rectangle, auch noch zwei sehr, sehr interessante Patterns, beides Continuation Pattern, das heißt Pattern, die den Trend weiter fortführen. Wir hatten ja gerade kurz noch zwei Reversal Patterns und jetzt machen wir nochmal zwei Continuation Pattern, die den Trend fortführen. Und hier haben wir ein sehr, sehr schönes Pattern, das Bullish Rectangle, das heißt hier haben wir gleich hohe Hochs und gleich hohe Tiefs. Im Chart müssen diese gleich hohen Tiefs und gleich hohen Hochs nicht immer perfekt auf einer Linie sein. Das heißt, es kann auch mal sein, dass sie einen Millimeter weiter oben und einen Millimeter weiter unten sind. Dementsprechend bei diesem Bullish Rectangle arbeite ich super, super gerne mit Zonen. Das heißt, es kann auch mal so aussehen und so aussehen und dann fällt dieses Tief mal ein wenig weiter runter. Und dieses Tief war auch mal ein wenig weiter runter. Aber alle im einen fallen alle in diese Zone und schließen nicht unter der Zone und schließen nicht über der Zone signifikant. Dann ist dieses Pattern für mich immer noch valide. Und dann kann ich immer noch davon sprechen, dass meine objektiven Regeln hier eingehalten wurden. Das heißt, wir wollen gleich hohe Hochs, gleich hohe Tiefs. Und dann wird der Trend hier fortgesetzt. Das gleiche gilt auch für das Bearish Rectangle. Das heißt, wenn ich hier einfach nur den Namen ändere, ja, anstatt Bullish mache ich hier Bearish raus, dann gilt das hier immer noch das gleiche, nur dass wir dann dementsprechend hier natürlich von oben kommen und hier noch eine grüne Linie hinzufügen müssen und so dementsprechend auch hier dann den Trend nach unten hin fortsetzen. Das heißt, dann sähe das Pattern etwas so aus. Das heißt, wir haben hier die gleichen Anforderungen, jedoch funktioniert das Pattern dementsprechend, wie der Trend vorher geherrscht hat und somit entscheiden wir auch darüber, wie der Trend möglicherweise bzw. mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dann weitergesetzt wird. Was bedeutet mit einer höheren Wahrscheinlichkeit? Naja, wenn wir beispielsweise diesen Trade so fortführen mit einem Bearish Rectangle und wir einen Abwärtstrend haben, einen Bearish Rectangle erkennen, nach objektiven Regeln und so traden, dann wird höchstwahrscheinlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit bei allen Trades, die wir machen, im Endeffekt mehr Trades positiv ausgehen als negativ ausgehen. Zuletzt wollen wir natürlich noch das symmetrische Triangle begutachten. Das heißt, ich habe hier nochmal ein Symmetrical Triangle aufgezeigt. Hier macht es wirklich keinen Unterschied,
ob, also zum größten Teil macht es keinen Unterschied, ob wir hier von einem Aufwärtstrend, also von unten kommen, oder von einem Abwärtstrend von oben kommen. Wichtig ist nur hier, dass wir wirklich ein symmetrisches Dreieck vorzufinden haben. Bedeutet, das sieht ungefähr dann so aus. Und dann habt ihr wirklich ein schönes Dreieck da stehen und dann ist es so, dass dieses Dreieck sowohl nach oben als auch nach unten getradet werden kann, dementsprechend nach dem Ausbruch. Das heißt, haben wir hier einen Ausbruch, der nach oben verläuft, ja, dann wollen wir natürlich long gehen. Haben wir aber einen Ausbruch, der nach unten verläuft, wollen wir natürlich short gehen. Und dementsprechend habe ich hier mal unser Risiko-Chance-Verhältnis eingezeichnet und bedeutet, wenn wir hier nach oben hin ausbrechen, ja, dann haben wir hier ungefähr unsere Long-Position, die wir öffnen. Dementsprechend sollte unser Stop-Loss ungefähr hier liegen. Ja? Das heißt, da wo das letzte Tief dann des Symmetrical Triangles war. Vielleicht noch ein wenig weiter drunter. Aber unser Price-Target sollte selbstverständlich hier am letzten bzw. am höchsten Top des Symmetrical Triangles dann sein. Dementsprechend hier ein Risikochanceverhältnis von 1,22, was schon mal gar nicht so schlecht ist. Das gleiche haben wir natürlich auch, jetzt kann ich es hier nicht perfekt symmetrisch anzeichnen, das gleiche Chance-Risikoverhältnis ungefähr, kommt natürlich selbstverständlich immer auf den Trade dann auch an, wie die Bereiche liegen, haben wir natürlich auch, wenn das Symmetrical Triangle hier nach unten ausbricht. Auch dann haben wir unseren Stop-Loss selbstverständlich über dem letzten Top hier beim Symmetrical Triangle und selbstverständlich unseren Take-Profit hier beim niedrigsten Tief vom Symmetrical Triangle. Das heißt, so tradet man das Pattern, auch selbstverständlich wieder bitte nach objektiven Rules, damit ihr nicht alle 5 Trades das Symmetrical Triangle beispielsweise anders tradet, als ihr es davor getan habt. So viel zu den wichtigsten Chart Patterns, die du wahrscheinlich am meisten im Chart so mit den objektiven Rules erkennen wirst. Bitte beachte dabei, diese objektiven Regeln sind wichtig, damit du längerfristig stabil und profitabel traden kannst. Wechselst du alle 2 Trades bei dem gleichen Pattern deine Strategie, dann wirst du selbstverständlich keine kontinuierlichen Gewinne machen können, da du immer wieder eine andere Strategie gefahren bist. Versucht also hier Konstanz reinzubringen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Zeig es mir mit einem Daumen nach oben oder einem Abonnement, um die nächsten Videos, die in Zukunft dann kommen werden, nicht zu verpassen. Schreib mir einen Kommentar, wie dir das Video gefallen hast, lass eine Anmerkung da oder einfach Feedback in den Kommentaren.